Server, wie auch immer. Mit dabei habe ich heute wieder den Herrn. Er kann nicht reden. Wen habe ich denn dabei? Du sollst deinen Namen sagen. Ah ja, hier Walter. Genau, richtix. Ja, und den netten Lux, hallöchen. Genau, der auch noch im TS ist aktuell. Zwar nicht jetzt hier im Spiel, aber im TS. Doch, ich bin auch im Spiel, ich fahre gerade zu euch. Achso. Auch als Kopf online? Ja, ich bin auch als Kopf. Ich bagge gerade ein bisschen durch die Welt, was aber einfach an meiner Internetverbindung liegt. Ja, weil ich gerade das anhalten. Ich bin auch noch da. Ne, ich war ja bei der letzten Aufnahme nicht dabei, jetzt bin ich hier. Genau, und ich muss mal ganz kurz raustappen, das heißt, ihr habt eine Sekunde Standbild. So, weil ich gucken muss, ob die Aufnahme aufnimmt und die Aufnahme nimmt auf. Yay, okay, gut, super. Und es buggt trotzdem ziemlich rum. Ja, ich halte gleich ein bei der Tankstelle. Okay. Alles gut. Alter, D-Sings und ich muss wieder... einen Moment bitte. Ja, D-Sings ist auf jeden Fall da, ich merke es. Wenn ich die Innenansicht mache, geht's, aber... Aber D-Sings sind ja wie gesagt immer kleinbedingt und da haben wir ja Gott sei Dank nichts mehr am Hut. Richtig. Das heißt, man kann uns nicht vorwerfen, der Server wäre scheiße. Der Server ist scheiße. Ja, Mentor. Läuft. Wenn ihr übrigens auf diesem Server spielen wollt, 100% Roleplay, also bitte strengt euch an, wenn ihr auf diesem Server spielen wollt, dann guckt unten in die Beschreibung, da ist die IP drin, da ist alles drin. Und dann müsstet ihr eigentlich auf diesem Server joinen können. Wenn es nicht funktioniert, einfach beim Admin melden. Bist du das da am Straßenrand gewesen? Nee. Das könnte sein, dass ich das war. Ich stehe gerade an dir vorbeigefahren. Ich stehe nämlich gerade in so einer Kurve. Sind wir gerade an dir vorbeigefahren. Ja, super. Haha, Noob. Okay, lass uns mal weiter auf Streife fahren und gucken wir mal, ob wir irgendwo was Spannendes finden. Gerade hatten wir schon eine Roleplay-Situation, die habe ich aber nicht mit aufgenommen, weil ich da irgendwie geplant habe, die Aufnahme zu starten und deswegen tankst du jetzt nochmal, weil wir halt lieber zweimal tanken als nur einmal. Mentor hat mich nur. Nee, ich wollte nur was gucken, ob hier vielleicht ein Tankstellen-Shop ist. Okay. Und Mentor hat mich Noob genannt. Obernoob. So, und weil der Lux das so gerne hat, wenn ihr auf dem Server seid und ihr seht, dass der Lux online ist, dann spammt ihn einfach an und schreibt, was für ein cooler Typ er ist. Und das schreibt er aber bitte nur einmal, nicht 20 Mal. Es reicht, wenn ihr ihn einmal anspammt. Das heißt, immer wenn ihr ihn seht auf dem Server, das erste, was ihr ihm schreibt, ist: Schreibt einfach, du verrückter Mongo. Dann gut, dass ich nie mit Lux drin bin. Das ist schlecht. Das könnt ihr dann auch auf dem TS machen, weil da ist er immer mit Lux drin. Ihr könnt ihn normal anschreiben, ihr könnt ihn nur nicht anschlupsen. Ja, aber ich. Ja, er freut sich jetzt schon auf eure ganzen Nachrichten. Er ist immer sehr, sehr froh, wenn er ganz oft angeschrieben wird. Fahr mal Richtung Kupfer. Zum Glück hat er ja TS-Rechte. Ja, Gott sei Dank, Okay. Dann nehme ich mir die. Da fährt jemand besoffen Richtung Pfirsichfeld. Okay, den können wir abfangen. Ja, da sind wir doch gerade. Lackierung ist, glaube ich, Rockstar. Der fährt wie eine Frau. Okay. Wissen wir Bescheid. Jo, das ist ja übel vorunfreundlich. Ja. Und dann macht bitte gleich auch die Durchsage, dass er stehen bleiben soll. Es leckt gerade ein bisschen, wie gesagt. Es liegt aber an Dizzings und nicht an irgendwas anderem. Jo, immer Augen offen halten, ne? Ja, ich war noch zwar. Sind beide. Okay. Richtung Pfirsichfeld, hat er gesagt. Tinse schon? Es muss der gewesen sein, eventuell. Rockstar, dann ne? Dann sage ich es im Support. Rockstar, das ist ein Rockstar-Auto, oder? Oh, da kommt oder? Noch mehr. Ja, ist doch, ein Rockstar-Auto, okay. Das ist er, komm. Kammer rechts ran. Du bist zu berühmt, es kommen viel zu viele Leute. Erstmal die Waffe wegstecken. Ja, genau. Hallo, schönen guten Tag. Sind Sie der Fahrzeughalter von diesem Fahrzeug, was Sie dort mitten auf der Straße abgestellt haben? Ja, natürlich. Also, erstens, wir haben vorhin einen ganz erschrockenen Anruf bekommen von einem Zivilisten, der uns mitgeteilt hat, dass Sie ganz, 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 ganz schlimm und ganz schnell Auto gefahren sein sollen und wohl was getrunken haben sollen. Wir müssen nun bei Ihnen einfach mal gleich einen Alkoholtest machen. Und ich meine, sie haben auch schon mitten auf der Straße geparkt. Das ist auch schon nicht sehr gut. Und sie sollten es auch. Ich bin nicht betrunken. Das ist unmöglich, wie sie mich hier beschuldigen. Ja, aber das wurde uns gerade mitgeteilt. Gucken Sie doch mal, wo sie geparkt haben. Sie haben mitten auf der Straße geparkt. Wo haben sie denn das gelernt? Bewegen wir überhaupt einen Führerschein? Dürfen sie überhaupt schon Auto fahren? Ja, natürlich. Ja. Das gucke ich auch mal ganz kurz nach. Ja, zeigen Sie mal bitte den Führerschein und dann würde ich mal Ihnen gleich ganz klar sagen, bitte parken Sie Ihr Fahrzeug ordentlich, weil das steht total schlecht dort. Mein Führerschein. Parken Sie bitte mal das Fahrzeug. Warte.
Ich funk mal ganz kurz die Zentrale an, ob der Fahrzeugbesitzer einen Führerschein hat. Aua, ich bin umgefallen, aua. So. Kannst du sein Fahrzeug, kannst du eigentlich gucken, ob er einen Führerschein hat? Ja, ne? Da ist Hallo auch noch Bescheid. Oh, ja, festnehmen. Achtung, Achtung, da kommt der Kupferding. Die Zentrale, Ja, da bin ich dran. Einen Moment. Oh, keine Ahnung, so wer die Person ist. Oh, komm schon, fahr jetzt. Flüchtet er? Nee, der flüchtet nicht, glaube ich. Er fährt rechts ran. Ja. Übrigens, Leute, wie der Desi. Der ist doch völlig aus dem Geist. Übrigens, guten Tag, und hier bin ich. Moin, Peace. Ja, am Pfirsichschirm. Hallo. Okay, ja, was ist denn jetzt hier mit Ihnen? Haben Sie denn meinem Kollegen Ihren Führerschein gezeigt? Hat der einen Führerschein? Holen Sie doch mal wieder den Baum. Musst du festnehmen und dann Lizenzen. Also mit Windows Menü. Ja, wie mache ich das nochmal mit? Okay, wie geht das hier? Das geht schon leicht in die Sachbeschädigung rein. Das stimmt gar nicht. Seien Sie vorsichtig, das ist der Baum, der steht hier schon seit 20 Jahren. Und wir nehmen die auch erstmal jetzt ganz kurz. Ich schieb mal die Kupferroute ab, ob da irgendwas ist. Hey. Ja gut, Führerschein haben Sie ja schon mal, oder? Warten Sie mal, ich guck mal. Guck gerade mal, ob wir hier ein paar Fahrzeugpapiere finden. Keine illegalen Gegenstände auf jeden Fall. Ach, da haben wir es ja, den Personalausweis. Führerschein ist noch gültig. Ja gut, so wird's. Moin, Mentor. Hallo. Du hast ja gar keine Brille. Ja und? Ich brauch keine Brille. Sieht mit Brille aber geiler aus. Also, ich trage im Moment die typische John Wick Brille. Ja, das stimmt, denke ich mal. Also schwere Sachbeschädigung. Ich denke mal schon. Gut. Hat der Rekrut die Waffe. So, also ich bitte Sie darum, also der Alkoholtest, Sie müssen noch mal kurz einen Alkoholtest machen. Sie müssen jetzt gleich mal hier reinpusten, okay? Reinpusten, das ist der Alkoholtest. Oh Gott, sie weiter, nicht locker lassen. Weiter. Ja, reicht jetzt weiter. Okay, reicht, alles gut. Okay, guck mal, was das Ding anzeigt. Sag mal nichts. Erwarten Sie. Nichts. Das zeigt relativ 0,0 an. Okay, Sie hatten recht, Sie haben nichts getrunken. Dann fahren Sie einfach mal ein bisschen vorsichtiger und parken das nächste Mal bitte am Straßenrand. Weil sonst gibt's von uns einen Strafzettel, okay? Aber ich habe da so eine Frage. Bitte. So eine Flasche, so eine Glasflasche, die groß ist. Ich mag das nicht. Weil ich habe die aus Versehen genommen. Da war wohl kein Whisky drin, weil mein Alkoholtestgerät zeigt hier zumindest nichts an. Ach, zum Glück, das war dann kein Whisky. Huch, da ist mir was hingefallen. Ja, aber wie gesagt, fahren Sie vorsichtiger. Parken Sie nicht auf der Straße und dann sollte es auch alles gehen. Okay. Noch schauen. Schönen Tag. Jo. Ach Mann, ey. Schönen guten Tag. Den Zamak-Fahrer habt ihr kontrolliert, ne? Da soll mal einer sagen, 12-Jährige können kein Roleplay. Das war doch grenzwertig. So, ich muss mal kurz auf den Beifahrer sitzen. Ich bin auf der hinten eingestiegen. Ja, ist geklappt. Dankeschön. Kein Problem. Das erleichtert mir ein wenig den Haushalt. Boah, mach erstmal das Licht aus, ey. Das war auch schon ganz okay, fand ich. Ja, war in Ordnung. Muss man sich irgendwo anmelden, um richtig auf den Server zu kommen? Oder warum komme ich nicht drauf? Es kommt immer, der Server hat keine Spielerinfos, bla bla. Mac Yoshi freischalten, bitte. Ja, die sollen sich bitte im Support einfinden, die werden dann bja bearbeitet. Also im Support werden die unter Admin-Support sofort bearbeitet. Ja. Also ist erstmal so, Leute, dass am Anfang man erstmal nicht drauf kam. Weil wir natürlich erstmal jeden kennenlernen wollten, damit man auch weiß, wer ihr so seid. Und damit sich alle eben mal auf dem TS melden. Lässt du mich erst 10 Millionen mal... am Pfirsichfeld ist eine Vergewaltigung. Was? Lol. Du bist doch da als Cop, da kannst du eingreifen. Der vergewaltigt den gerade. Okay, warte. Da muss ich jetzt gucken. Ich fahre erstmal zurück. Der vergewaltigt den. Was zum Teufel? Was ist hier los, vergewaltigt? Herr Watt? Bleiben Sie mal stehen, bitte. Wow! Wow! Mein Joystick schon wieder, Alter. Was war das denn, Alter? Wo bleiben Sie mal bitte stehen?
sperr mal bitte die Unfallstelle ab hier. Das ja, zweite Mal, dass mein Joystick wieder abreißt, ey. Gab's, kann man das hier wieder festschrauben? Wir haben einen schweren Unfall hier gerade gehabt. Hier ist ein Helikopter abgestürzt und explodiert. Wir brauchen einen Krankenwagen. Wir brauchen einen Krankenwagen. Ist noch einer online? Ja, Medics kommen. Nee, ja. Wir sind keine online. Ach, ist die Schraube schon wieder rausgegangen, Alter. Beim Bankraub auch schon passiert. Bräuchte auf jeden Fall einen Krankenwagen, aber wir haben jetzt keinen, das ist natürlich blöd. Ich bin Notfallsanitäter, ich kann das. Ja, dann lock dich um. Ja, warte. Komm, Jan. Ich hab eine erste Hilfeausbildung. Jan, das üben wir noch. Ja, was kann ich denn dafür, wenn mein Joystick wieder abgeht? Ja, ich guck am Markt, ich stehe am Marktplatz mit dem Tempest, ich guck, oh, da stürzt ein Heli ab. Ich hatte auf einmal. Fahren Sie vorsichtig, hier ist ein Helikopter abgestürzt. Apropos. Einfach weiter, weiterfahren. Ja. Wir sind. Mensch. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass wir mit dem Tempest euch auch wieder näher gekommen sind? Ja, klar, wir haben es gemerkt. Ja, ich bin wieder mit 270 mit dem Tempest die Hauptstraße entlang gebrettert. Hast du da Noss reingetan? Ja. Okay, der Helikopter ist weg. Jetzt können wir die Absperrung wegmachen. Ja, gut, das mache ich dann noch. Ja, weil die Absperrung zählen genauso viel wie ein Auto. Ja, klar. Und so deswegen, ist halt das Fahrer dann auf Dauer ziemlich voll. Ja, Moment, warte noch ganz kurz hier. Ich kümmere mich gerade noch um, ob ich den vielleicht wieder zusammengeflickt bekomme hier. Immer ein Glücksspiel hier. Warte mal. Wiederbelebung des Todes. Nein, des Toten. Das Moin, Toten. Kollege. Ja. Ich gehe davon aus, sie möchten ihre Dienstwaffe wieder haben. Also wenn man so einen Helikopterabsturz überlebt, dann ist man echt ein harter Kerl, wa? Boah, leichte Verbrennungen. leichte Verbrennung. Nur noch so ein Haufen Asche. Da ist der nächste gebannt worden. Oh, Danny Player ist echt gebannt worden, aber das ist kein Hacker. Aufgrund von Clicking Speed Too Fast. Das war ein Fehler, weil Danny Player der Hack ist, den kenne ich. FPS 19 Target No Target. Nee, das war kein Bug, das liegt auch nicht an seiner FPS. Er hatte irgendwann einen Speedclicker. Okay. Er hat einen Speedclicker. Läuft. Den habe ich sogar auch, aber den habe ich gerade nicht an. Ich weiß, das war doch der Typ bei der Garage. Der hat versucht, das mit einem Speedkick das Auto so oft zu verkaufen, dass er dann Geld verdoppelt bekommt. Ja, kann er mal sehen. Also wurde er auch nicht umsonst gekickt. Deswegen wurde er jetzt gerade gebannt. Läuft. Ja, gut. Das Alter, wieder. Jungs, da kommt euch ein Offroader entgegen mit knappen 150. Okay, zurück. Den müssen wir anhalten. Da können wir direkt unser Blaulicht, unser neues ausprobieren. Die Durchsage. Falsche Taste. Ich bin da. Komm. Läuft bei dir. Ja, oder auch nicht. Ja, schnell hin. Wo ist der hingefahren? Richtung Kavala? Richtung Kavala rein. Vom Pfirsichfeld nach Kavala rein war so eine Rockstar. War, glaube ich, so ein Rockstar. Ah, nicht wieder der gleiche. Offroader. Mittlerweile wird es aber echt provokant. Also, ich glaube, dem müssen wir mal eine ordentliche Strafe geben. Frage ist, ob der immer noch so rast. Ich glaube nicht. Ich denke, der wird jetzt langsamer fahren. Ja, da ist er. Ja. Es fängt an zu nebeln. Ein bisschen. Ja, da fängt das. Ja, da fängt das Multiwetter an. Lux, wir haben da oben Vorfall, den sein UID, wie immer. Mhm. Und er wurde gebannt, wahrscheinlich von Infister. Ja. Ja, und warum? Weil er Speedclicker anhatte. Lass mich raten, Speedclicker-Vorfall. Ich weiß es nicht, der war oben im. Der ist Sam McTavish. Einen Moment, ich guck kurz wegen, was der. Ich guck kurz. Oh Mann, ich wieder mal am Auto fahren, das ist ja schrecklich, ey. Er hat gesagt, da steht einfach nur, er wurde gebannt. Mehr steht da nicht. Ja, von Infister wurde er gebannt, der hatte irgendwas an. Wo sind sie? Hatte irgendwas an, okay. Soll ich gerade sagen, er hatte irgendwas an, ich guck nur mal, ob ich ihn da. Er soll es halt einfach ausmachen. Ja, gut, der Bann für 220 gilt jetzt. Wir sind hinter ihnen. Nein, wir sind genau hinter ihnen. Wissen Sie, ich muss sagen, der Bann bleibt erstmal bestehen. Der hat ja nur 2 Stunden 20 dann. Weil, wenn Sie hier nicht sehen, wer hier wo ist, dann. Eins von Schulwürstern. Und was war das für ein Bann? Ich weiß, der hatte irgendwas an. Bitte nehmen Sie mich. Hatte irgendwas an, was das Spiel verändert hat. Nein. Da glaube ich, Alles gut, wir sind die Polizei, wir wollen Ihnen helfen. Bleiben Sie doch mal bitte stehen. Achso, okay, gut, dann sage ich jetzt Bescheid. Wird soll ich wegrennen? Alles wird aber er wollte mit Tool Map Icons aufrufen. Rennt der gerade weg? Hier rennt gerade einer. Ich werde es mal ganz so festlegen, weil ich glaube, mit ihnen stimmt irgendetwas nicht auf gut Deutsch. Wo ist der hingerannt? Ich hab ihn. Okay.
Medic Bescheid sagen. Vielleicht kommt er dann gleich. Passiert immer. Wollte schon sagen, ich wollte schon sagen, muss ich schon in einer ersten Folge oder in der zweiten, er gesagt, schon von meiner Dienstwaffe gebraucht machen. So, das ist schon zu ihrer eigenen Sicherheit, wissen Sie? Alles wird gut. Alles wird gut. Haben wir gleich. Hallo? Da ist jemand umgefallen. Ich kann wieder klar sehen. Ey, was er gerade sagt, oh nee, nicht schon wieder dieser Alkohol. gut. Ja, also gut, man merkt, das Spiel ist eigentlich nichts für 12-Jährige, aber naja. Ach, geht schon. Solange sie sich Mühe geben, ist das in Ordnung. Verloren, wie Sie sehen. Oh ja, hier ist Gott. Wir wollen ihn ja nur zu ihrer eigenen Sicherheit. So, dann packt ihr mal rein, wenn er wirklich was getrunken hat. Ich will aber keine Sicherheit. Und dann soll er in sein... Lassen Sie mich frei. Hilfe. Tut mir leid, wir können Sie aber nicht in so einem Zustand freilassen. Lol, ich bin gar nicht auf in dem Auto drin. Nein, ich werde entführt. Wieso machen Sie das? Wir fragen mal, wie alt er ist. Dürfte ich mal fragen, wie alt du überhaupt bist? Ich bin 52. So alt schon? Uiuiui. Warum trinken Sie dann? Ich trinke nicht. Ich trinke nur meinen Saft. Mein Saft, der ist richtig lecker. Der heißt Punica Whisky. Ach so. Vielleicht sollten die ein bisschen weniger davon trinken. Ich glaube, das tut ihnen nicht gut. Aber das ist sehr lecker. Boah, ich immer meine Waffe ziehe. So, pack dir mal einen Knast. Langsam wird der ein bisschen anstreckt. Ah, wir müssen jetzt leider ins Gefängnis stecken. In die Ausnüchterungszelle, weil sie sind einfach zu schnell gefahren. Bitte lassen Sie mich frei. Unter Alkohol, Intus. Ich werde es mal ganz kurz in die Ausrichtungszelle stecken. Bitte meine Handschellen, ey, die sind ja schrecklich. Die werden sie dort drin abgenommen bekommen. Wie lange soll ich denn jetzt im Gefängnis stecken? 3 Minuten? Ja, genau. Die riesige Zeit oder so. Ich kann nur fünf Minuten. 5 Minuten, ja. Das ist das niedrigste. Ach, Mann. Macht ja auch Spaß. 5 Minuten, ne? Bitte halt, wenn man da bleibt. Ja, komm, 5 Minuten kann er wohl warten. Ja. Ach, siehst du, wenn wir schon mal hier sind? Wenn er schon fährt wie ein Irrer, ne? Unser Kollege hat es ja gesehen, wir hatten ja Beweise, ne? Deswegen kann er da ihm ja nicht widersprechen. Lux, bist du noch da? So, Joystick ist wieder ganz. Ach, schade. Muss wieder funktionieren. Kann man dann nachher jemand Lux sagen, wenn er wieder da ist, dass vielleicht die Repair-Kits nicht 20.000 kosten sollen, weil das kann ich mir langsam nicht mehr leisten. Aber das ist die permanent. Ich kann dir ein bisschen Geld geben, wenn du willst. Ja, noch geht's. Nur permanent. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Geld, ey. Das nächste Mal muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren. Ach, Mann. Wird schon wieder Nacht hier. Aber ich habe jetzt irgendwie richtig Bock einfach zu zocken, weil hier fährt einfach kein Strider rum. Es kommt kein Typ, der mit dem Gewehr irgendwie rumläuft. Das sind einfach alles Leute hier, die einfach nur Spaß haben wollen. Ja, ich sag's dir, spätestens in 3 Tagen sind auch die meisten Leute von denen. Ja, also die sind ja nicht lange hier, die werden ja sofort gebannt, wenn die hier kommen. Ja, geht schon richtig, aber da wird's auch andere Einsätze geben. Ja, klar. Nee, ist ja auch in Ordnung, solange das alles irgendwie... Ich meine, klar, die Rebellen, also die Kriminellen und beziehungsweise Mafia-Typen dürfen ja ein bisschen Stress machen, aber... Guck mal, das eine Auto, das muss ich nochmal ganz das beschlagen haben von der Person. Der hat echt... Das war, glaube ich, der, den wir gerade in den Knast gepackt haben, oder? War auch der. Das ist auch der Typ, der kann nicht parken, der kann nicht fahren, der kann gar nichts. Erstmal Eigentümer checken. Ja, das ist er. Das einzige Problem ist, wenn die Leute sich ausloggen, fallen die tot zu Boden und man kann sie looten. Okay. Deswegen liegen hier die ganzen Leichen. Ja, wenn die nicht speichern. Nein, immer. Die fallen immer um. Immer kann man die looten. Ja, ist ja dann, das ist dann ein bisschen... Ja. Ach, fuck. Vor allem, wenn die sich am Markt ausloggen. Und wenn es Polizisten sind. Ja, das ist dann nicht so praktisch. Nicht ganz. Muss auf jeden Fall auch noch gefixt werden. Ach Gott. Da steht eine Karre beim Autospawn, oder wenn da jetzt jemand gleich was auch kaufen möchte, gibt's wieder Ärger. Ich guck mal ganz kurz nach, wie die Karre gehört. Ach, das... Schon eine Flasche auf dem Boden. James Edwards. Eine Wasserflasche gesammelt.
Hallo? Was machen Sie da an meinem Auto? Guten Tag, einfach guten Tag, mal vielleicht, einfach die, vielleicht das Auto wegparken. Weißt du mich? Weißt du mich? Ja. Der Platz noch vom Auto ändern. Ich war gerade nur einkaufen. Alles gut. Alles war gerade nur einkaufen. Ich habe das hier gerade schön geparkt. Ja, kommen Sie und machen da meinem Auto rum. Ich habe nichts am Auto. Ich habe nichts am Auto verändert. Außerdem wollen wir Ihnen ja nichts Böses. Wir wollen ja nur Sie darauf hinweisen. Oder wollen Sie einen Strafzettel haben? Das können Sie sich auch anders überlegen. Nö, nö, ich will keinen Strafzettel. Ja, siehst du so. So musst du rangehen. Guck, dann sind Sie ruhig. Dann sind Sie ruhig. Hast du Nachtsichtgerät dabei? Nee, ne? Doch, ich glaube schon, oder? Nee, habe ich nicht. Egal, braucht keins. Ja, ich fahre eh mit Licht, deswegen. Geht schon. Boah, der Tank ist schon wieder halb leer, ey. Boah, es leckt schon wieder wie Sau. Da vorne ist eine Rauchwolke, oder? Vor uns auf dem Berg? Ich sehe keine Rauchwolke. Echt? Doch, oben rechts, stimmt. Ja, fahr da mal hin. Jo, ich mach mal ein Blaulicht an. Ja. Ah, ja, wie viele Cops sind denn gerade drauf? Nicht viele, glaube ich, ne? Vier. Oder? Komm ich mal um. Das war der Kupfermine, ja. Hm. Guck mal, was da los ist. Okay, ich explodiere jetzt geknallt. Auch nicht. Oh, Warn. Warn, Sirene. Deep Officer has escaped from jail. Da brennt ein Auto, würde ich sagen. Da brennen zwei Autos. Ah ne, gar nicht, noch eins. Ich glaube, da ist der besoffene Freund ist da gerade ausgebrochen. Ja, ernsthaft? Escape from jail, ja komm. Nicht schon wieder so ein Troller, Alter. Wie hat er das denn gemacht? Naja, kann einfach ausbrechen, wenn er noch einen zweiten Kollegen draußen hat. Ja, dann würde ich mal sagen, jagen wir den jetzt, weil er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Ja, ich kann ja auch nicht so nah an die Karre ran, weißt du, das geht ja nicht. Hey, lass uns den mal jagen jetzt mit der ganzen Polizei, weil der ist jetzt nur mal aus dem Knast ausgebrochen, dass du geschlaft hat. Jo, warte, wo ist denn das Gefängnis da, ne? Ja, hin. Alle Polizisten zum Einsatz dahin, okay? Hey, ich muss jetzt erstmal essen. Hey, wo ich kann auch noch eben dahin. Gefängnis? Oder ich weiß gar nicht, wie das regeltechnisch ist, wenn man aus dem Gefängnis so ausbricht, ist man dann frei oder? Man ist da frei. Nee, da darfst du ja nicht. Ja, okay, gut. Ihr habt einen Aufschluss, ne? Dann hänge ich euch unten dran, flieg euch dahin, okay. Dann bin gut. Ich essen. Fahrt schon mal Richtung Haku. Ich so, bereit. So ja, klar, ich mal Kuh fahren. So. Sind alle Cops jetzt hier im Channel? Ja, glaub schon, aber es sind eh nicht so viele. Okay. Jetzt leckt das aber auch bei mir, also ja. Performance ist wohl doch nicht so gut, weißt du. Ja, ich glaube, das ist aber, weil so viele Leute jetzt mal drauf gekommen sind. Ich glaube, das liegt auch vielleicht daran, dass wir das alles noch manuell eintragen müssen. Ja. Mentor, aber den kriegen wir glaube ich nicht mehr. Das ist 18 Kilometer von. Und der denkt wahrscheinlich, wir sind hinter ihm hätte da hinten. Ja. Sind wir aber nicht. Sind wir eigentlich, ich fahr eigentlich nur hier rum. Ja. Macht das auch mal aus, das verwirrt glaube ich. Ja. Jo, also zum Knast würde ich jetzt nicht fahren. Ja, okay, dann nicht. Ich hatte nur so gedacht, okay, wäre ganz lustig, weil der ist nochmal ausgebrochen. Da, aber guck mal, 18 Kilometer von hier. Naja, da macht man. Und der Sinn. Hat eine Karre, der ist schon weg, Alter. Der ist auch schon vor 2 Minuten oder so passiert. Kann auch sein, dass der einfach sich irgendwie rausgebackt hat oder so. Das kann auch sein. Ach, das war ein Medic-Helikopter, habe ich gar nicht gesehen. Geil, der hat den gerade wiederbelebt. Ja, natürlich. Hat Medic. Geil. Ah nein, oh Mann, nein. Was machst du denn immer? Vielleicht solltest du fahren. Ja, dann kann ich ja wieder abdrehen, oder? Ich nehme jeden von diesen Dingern mit. Da kannst du wieder abdrehen, ja. Gut. Dann fahren wir noch nicht zum Knast, das ist ja zu weit weg. Ich wusste nicht, dass es 19 Kilometer weit weg ist. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, hat der Typ es geschafft auszubrechen. Als erster auf dem Server hat er es geschafft auszubrechen. Er ist auch der erste, der im Knast ist. Nein, geil wäre es, wenn man im Knast so KI hinpacken könnte, die man erst abschießen muss, bevor man ausbrechen kann. Oh, das ist auch cool. Aber du hast ja keine Waffe, ne? Wie, du hast ja keine Waffe? Wenn dann welche dich befreien von außen? Ja gut, wenn dich welche befreien schon. Dann hätte man noch eine spannende Mission, das wäre doch geil. Hallo. Ja, das wäre nice, ja. Ja, aber ich glaube, Bots geht nicht irgendwie, ne? Dann würden die Nee, weil die ballern alles ab. Ja. Gut, macht ja Sinn, wenn man sich im Gefängnis nähert, dann wird man auch abgeschossen, also passt schon. Nur wenn die halt sich vom Fleck wegbewegen, wäre es halt schlecht. Ich bin ja, aber auch kein RP. Wenn es ein guter RP-Server ist, dann ist es schlecht. Ja, dann müsst ihr permanent Cops. Ja, man kann Bots einstellen, dass die sich bewegen. Da gebe ich dir recht, dass das nicht gut wäre. Ja, aber es ist kein RP. Es ist der RP, wenn niemand da ist und man einfach so aus dem Knast ausbricht, auch nicht wirklich. Man könnte ja da ein Schild hinstellen mit Betreten verboten, weil Betreten genau, des Knastes
Oder so. Das sind alles Terminator, die sind ferngesteuert. Könnte man sich irgendwie scripten, dass man sich Terminator. Dass die außerhalb Schaden bekommen nach einer Weile. Oh Gott. Am Markt ist der Deep Officer, ist der nicht aus dem Gefängnis geflohen? Ja, das ist er. Das ist er. Wie kommt der denn so schnell zum Markt, Alter? Wie sagt, der hat sich umgelockt. Aber das ist doch auch kein EP und ich. Er kann es machen, Zeit, ist es aber nicht so. Ich glaube, der möchte in letzter Zeit nur auffallen. Der möchte auch. Ich glaube, der möchte gebannt werden. Ja, das ist dann eben auch. Erstmal ein Kick. Leute wollen so vieles. Na, nur noch nicht kicken. Wenn du aus Knast aus ich bin erstmal das Essen. Ich komme gleich wieder. Okay, ja, bis lass gleich. Zeit. Wir düsen noch ein bisschen rum. Ja, ich fahre jetzt zum Kavallermarkt, weißt du? Weil, wenn er da ist. Ja. Ich erstmal fett. Ja, aber es ist eine neue Roleplay-Situation jetzt, das können wir nicht machen. Na, weil er jetzt umgelockt hat. Obwohl, uns hat eine Person angeschrieben, dass jemand im Markt ist, der im Knast steckt. Und wenn jemand im Knast ist, ist er nicht ohne Grund im Knast. Wahrscheinlich der steht auf Gefangenensystem noch wegen Knast ausbrechen, ne? Ja, ja, okay, also dann können wir auf jeden Spiele. Fall. Dann können wir auf jeden Fall ihn uns schnappen. Deswegen auch, wenn uns jetzt selbst die Bürger anschreiben, dann. Achtung, 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 Achtung. Der war viel zu schnell. Der war viel zu spät. Ja, viel zu schnell. Ist wieder gecrashed. Ich komme mit so an. Einspacken, ne? Du bist einfach nur unfähig. Das ist er! Das ist der Typ! Ja, schnell! Junge. Du solltest lieber fahren. Du brauchst doch mal eine Ausbildung. Ich kann nicht fahren. Du bist einfach dumm. Kann nicht fahren, ich kann lieber fliegen. Mr. Unfähig. Ach Mann. Mach ich da nicht mit Absicht. Den kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Doch, den kriegen wir. Wir schaffen alles. Holt einen Chopper. Lohnt sich zwar nicht, aber holt ihn trotzdem. Der will ja auch nur Aufsehen erregen, weißt du? Ja, vor allem ist für ihn Roleplay irgendwas komisches labern. Er kann gar kein grade. Roleplay. Ja, aber da kann er ja nichts für, in dem Alter kann man das halt nicht. Ja, aber dann soll er auch nicht auf solche Server joinen. Genau, das ist auch das, was ich sage. Vor allem, aber wo hat denn muss man ihm da Spiel böse her? Sein, Fantasie zu haben? Ich meine, mit 12 hätte ich mir sowas auch gewünscht, sowas zu spielen, oder nicht? Denk mal drüber nach, ja, was doch. Man da alles gemacht hat. Bin ich schon. Deswegen kann ich das Frage? Wiederum auch nachvollziehen, ja? Du hast doch gerade gesagt, das ist eine Frage, oder nicht? So, weil ich mich immer gefragt habe, ist, wie kommt kleinere Kinder immer an so Spiele, so Spiele wie Arma? Ich weiß nicht, durch die Eltern. Durch die Eltern, dann ganz einfach, die fragen und dann sagen die ja, weil nein, die einfach keinen Plan haben. Ja, geil. Alter, ist das ernst? Alles gut. Ist der Werkzeugkasten unendlich? So, der ist auf jeden Fall weg, den kriegen wir nicht mehr. Schreib nur, wo ein Gang-Hideout ist, der ist bei euch. Was? Guck mal oben rechts. Ja. Müsste bei euch sein. Haben die Kontrolle über ein lokales Versteck übernommen? Was? Und hier ist ein lokales Versteck. Okay, wie können sie darüber die Kontrolle übernehmen? Ja, die Flagge müssen an der Flagge. Hinten ist eine Flagge. Und dann können sie die einnehmen. Und dann? Dann kannst du dort billig Waffen erwerben. Okay. Gut, ich geh jetzt mit Drogen mit dem Taser rein, weil. Ja, und sag, dass er sich ergehen soll, weil er aus dem Knast ausgebrochen ist. Ich mach kurz die, Mach du das, ja? Mir mach du das. Achtung, hier genau. Brauch ich da Verstärkung oder? Ja, guten Tag, allen ergeben. Der ist oben. Negativ, wenn sie kommen, ich erschieße sie. Achtung, okay. Sag dem, dass er sich geschossen. Sofort ergeben! Ist bewaffnet, ja. Getroffen. Ja, gut. Hab ihn. Gut, schön gemacht. Ah, ich kann nicht gut, die ganze Zeit die Durchsage gemacht. Wo ist er denn? Oben im Gebäude? Ja. Ja, da ist oben. Der backt durch die Wand. Lol. Aber nicht extra hoffentlich. Sonst wird er echt gebannt. Nee, das ist ein. Wurdest du gerade niedergeschlagen? Ja, das ist aber nicht gut gewesen von dir, Kollege. Ich hab dich gerettet, Mann. Der backt echt durch die Wand. Okay, das ist eindeutig Bug-Using, Ja, eindeutig schon. Hast du ihn denn gefesselt? Ich hab ihn gefesselt. Shift-R fest. Ich hab ihn festgenommen. Ja, ich kann nicht sehen, weil der halt in der Wand buggt. Ja, das ist. Bei einer Runde fällt es auf. Ich mach mal ganz so out of RP-mäßig, weißt du? Mal ganz so out of RP. Out of RP fest. Diesen gefesselt. Ja, wissen Sie. Ja, wissen Sie. So, meine Herren, was war das jetzt für eine Aktion hier? Erst brechen sie aus dem Gefängnis aus und dann besorgen sie sich eine Waffe und bedrohen einen Beamten von mir. Und schlagen den dann noch nieder. Wäre ich jetzt nicht da gewesen, wäre er schwer verletzt gewesen. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich verrückt?
Ja, natürlich. Ja, man merkt das schon. Ich glaube, wir müssen mal sie echt zum Psychiater schicken. Sie haben ja völlig einen an der Klatsche. Na, ich nehme jetzt erstmal mit zum Revier. Und ja, dann bitte. Und dann kriegt er auf jeden Fall ein richtig dickes Gerichtsverfahren hier. Moin. Ja, wir sind gerade übel im Stress. Oh, ich bin gerade irgendwie übelst langsam. Aber das war richtig gut gemacht eigentlich von dir, bis auf, dass du dich dann nochmal niederschlagen lassen hast. Das war nicht so Ich habe ihn festgenommen. Was ist denn gerade passiert? Aber er kann dich doch nicht niederschlagen, wenn du ihn festnimmst. Doch, wenn er ganz kurz bei dem Moment, wo er aufsteht. Okay. Sollte Kopf sollte da kann man ganz kurz feststellen. Oh. Aber, ja, hat er auch. Aber das ist einfach Bug-Using gewesen. Aber ja, was hat er dich denn überfallen? Mit einer Pistole. Ja, woher hat denn eine Pistole her? Aus dem Gangversteck. Also lol. Ja, Gangversteck ist für uns eh immer Einsatz. Ja, und ja. Ich verstehe auch nicht und ich möchte auch, dass das irgendwie... Sind genug Cops da. Ja, mit dem Bug-Using, das war auch nicht geil eben. Ja, guck mal. Was, jetzt hast du die Karre eben wieder zugeschlossen? Kann ich einsteigen? Ja toll, ich bugge rum, ich kann nicht mehr einsteigen. Nein. Also ein normaler Kopf schließt die... Soll der Schießknallen ab, Bug-Using. Ich kann aber selber fahren, kannst du jetzt einsteigen? Das geht nicht, nein. Sie wissen schon, Das ist Bug-Using. Ja, also was ist denn, schlägt der dich jetzt gerade die ganze Zeit die, ne? Sie haben mich doch, ach egal, okay. Die sind gefesselt, die haben keine Waffe, Name? Ach, ja. Wieder dieser, Deep Officer 71. Ja, Moment. Du brauchst ja nicht zu, bannen, das ist eh noch so. Der fällt schon ganz schön, massiv auf. Ja, doch, glaub ich mal ganz kurz um, wenn ich darf. Er hat sich rausgebackt, der ist einfach ausgestiegen. Okay, nee, er wurde gekickt. Ja, achso, er wird gekickt, okay, ich dachte schon, der hat sich rausgebackt. Nein, der wurde jetzt gerade von mir gekickt. Erstmal fast mit der Karre zum Polizeiabquartier, weil ich kann jetzt irgendwie nicht einsteigen. Soll ich dich abholen? Ja, ist immer ein bisschen verbuggt. Mentor, sollen wir zusammen fahren? Also, ich glaube, wir müssen erstmal gucken, wie alt die Leute sind, das ist einfach zu jung. Ja. Geht nicht. Ja, geht auch so wie gesagt, nicht. Die Leute werden untergeschmissen, wenn sie Alter entsprechen. Naja, man merkt halt, dass er echt, also der hat halt voll verkackt gerade. Ja, demnach kriegen sie einen Warnkick und beim zweiten Mal ist es dann ja, ganz einfach. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, wenn er auf dem TS ist oder so, dann sagst du, man soll auf TS kommen, dann erklärst du ihm, was das Problem war jetzt mit der Aktion wegen dem Schießen und wegen dem Bug-Using und dann, ne? Mentor, soll ich dich eben abholen? Nee, ich bin unterwegs, ich komme jetzt zur Polizeibase. Achso, hier fahren wir gerade vorbei. Wer hat da gerade einen Unfall gebaut? Einer. Ich hab das nur gestreift. Die Leute... Die das RP machen, die denken, diese machen ja gutes RP. Man muss ihnen das erstmal erklären, dass das RP nicht gerade gut ist. Naja, aber das liegt halt einfach an dem Alter. Die können halt auch nicht so weit denken. Die denken halt, das, was ich sage, ist jetzt gut und dabei ist das halt eher so. Ja. Mittelmäßig bis schlecht. Graubereich. Da können die aber, wie gesagt, wir dürfen ihn als Menschen nicht dafür bestrafen, weil er ist halt nun mal erst, was weiß ich, 11, 12. Ja, okay, wir haben den Herrn also immer nett sein. Gegeben und wenn die Chance vertun, dann ist es. Wir können nicht auf jeden Spieler Rücksicht nehmen. Nein, du sollst ja nicht Rücksicht nehmen, du sollst ihn nur klar machen, dass es nicht an ihm als Mensch liegt, sondern dass es einfach daran liegt, dass das Spiel ab 16 ist und so weiter, ne? Das ist klar, ich verstehe auch nicht. Weil du sollst ja nicht die Seele eines Kindes verletzen jetzt dadurch. Ich verstehe auch nicht, ich finde dann eh eine krasse Nummer, dass die Eltern sowas erlauben. Ja, ich bin 15, das ist eigentlich absolut auch 15 Ja, aber das ist ja noch was anderes. 15 geht dann. Nimmst du eigentlich nur auf, Meto? Ja, klar. Scheiße. So, ich bin jetzt an der Polizeibase und würde sagen, ich mache jetzt hier auch einen Cut. Jetzt haben wir über ganz viele verschiedene Themen geredet. Ihr könnt ja da wieder auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und würde dann sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.